Oh, hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute ging der PDS mal wieder online. Und zwar ist das jetzt so, wir fangen jetzt hier auf dem PDS an, als wenn jetzt Release gewesen wäre. Jetzt hatte ich den PDS schon mal gestartet, jetzt fehlt uns das Intro, aber das ist mir egal und sieht auch ein bisschen komisch aus. Also, na gut, wir sollen als erstes das tun. Immer noch in Englisch. Sollte eigentlich schon teilweise in Deutsch sein. Okay. Ich werde wieder das wählen hier. Würde ich das schon mal fortsetzen. Und ich nehme diesen hier. Nova Glacier. So. Okay. So, jetzt den Startpunkt aussuchen. Da ist schon mal ganz wichtig, dass wir irgendwo in einen Markt kommen. Oh, hier gibt es aber noch Probleme mit der Darstellung. So, mal schauen, ob das hier irgendwie steht. Ja, da steht dann nirgendwo, welcher Markt das ist. Es wäre nämlich wichtig, dass wir auf einen Markt kommen. Na gut, das ist ja erstmal PTS, das ist erstmal egal. Ich nehme einfach den, der war ja gleich von Anfang an zu sehen. So, das soll der Startpunkt sein. Wo muss ich denn bestätigen? Bestätigen. Ach so. Ja, klar. Ah, dann das ist schon mal nicht so gut. Ich dachte, man bekommt hier die Information, welcher Markt das ist. Na gut, dann gehen wir mal dahin. Ah, hier ist schon dort. Dieses Gebiet ist verfügbar. Wenn du dieses Gebiet auswählst, wird es dir auf unbestimmte Zeit da bei der Ankunft automatisch eine Gebietseinheit eingesetzt wird. Na, dann schauen wir mal. Ja, da fliegen wir mit unserer Raumkapsel von der Arche und landen gleich auf Haven. Mal gucken, wo ich da landen werde, an welchem Markt. Vielleicht ist es sogar der gleiche Markt, wo ich mit meinem zweiten Account gelandet bin. Das müsste Markt Haven 04 sein. Mal schauen. Greetings, Settler. Congratulations on being chosen for the rebirth program. Soon, you will join countless others who have also arrived here in the final stage rocket. Es startet die Landekapsel. You can move the mouse to look at it from different angles. While we descend, let me take this opportunity to introduce myself. I'm Ophelia, the Arcship AI. I am here to guide you through your first weiß jetzt steps nicht, wie es ist, wenn ich jetzt einfach nicht bremse. Ich bremse mal lieber. STRG drücken. The lander is now entering Haven's atmosphere. Dann werden wir langsamer. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich nicht bremse. Möchte ich lieber nicht ausprobieren. Ich denke mal, von Anfang wird da nichts passieren. Wahrscheinlich wird da automatisch bremsen oder so. The preferred mode of travel in Helios is by ship, so perfecting your piloting skills is paramount. Jetzt bremse ich gerade nicht, aber jetzt wird er automatisch und langsamer. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man so Anfang gleich sterben würde. 200 km/h? Na dann, schaue ich mal. Was passiert ohne
bremsen. Bremst automatisch ab. Also, wo war das denn? Achso. Territory. Congratulations. You have just landed your first ship. Press and hold the interact key to exit the pilot seat. Bin mir gespannt. Also ich kann das Englische nicht übersetzen, weil ich bin das Englische nicht so mächtig. So, da sind wir. After the long journey on the Ark ship, must feel good to stretch your legs. Ist da. The territory where you are standing belongs to you. This is where you will build your very own outpost. Raumschiff Hologramm. You can see its bisschen by toggling the marks. Hydran habe ich auch. Triangulum? Ne? Weiß jetzt gar nicht, was das sein soll. Topfpflanze. Und das sind meine, die ich gesichert habe. Ja, scheint alles dabei zu sein. Ich guck mal gerade. Ah, das ist gar nicht. Ach, das ist gar nicht sortiert. Mal eben mal sortieren. Millennium Falke. Und das andere heißt Mining Schiff, glaube ich. Mining Schiff. Okay, aber die können wir ja eh noch nicht verwenden. Ach, hier habe ich gleich. Thematics. Ich spiele ja jetzt auch schon. Im Dezember wird es ein Jahr. Also habe ich hier auch ein paar Sachen. Ich weiß nicht, was das denn soll. Triangulum. Oh, eine Warpzellen. Bauplan. Ach nee, das ist ein Gebäude. Ich dachte, das wäre eine Schematik. Da ist das Outpost. Okay. Ich mache mal als erstes das Tutorial. Also ich glaube mit Shift und Backspace. Genau. Weil ich kann verstehe das sowieso nicht, was die quasselt. So, dann schauen wir mal. Also dieses Video soll jetzt Pony dafür sein. Ah, das ist ja ganz schlecht. Ja, das ist schon mal Mist. Ich guck mal rüber. Oh Gott, was ist denn das denn hier? Ich glaube, die Verteilung der Steine ist ein bisschen anders. Nee, doch nicht. Ach, das ist ja Mist. Das hier für komische. Das sollen wohl abgestorbene Bäume sein. Das sieht aber mehr nach Beton aus. Das ist doch kein Baum. Da habe ich mal einen schlechten Platz ausgesucht, aber da muss ich mir auch ein bisschen vorbereiten. Das würde ich auch jedem empfehlen, jetzt schon zu gucken, obwohl man nicht sagen kann, das ist echt Mist. Das finde ich, das haben sie nicht gut gemacht, dass es hier an diesem Markt, das ist Markt 14, finde ich schon mal nicht gut, dass es hier keinen Space Shuttle gibt, also keinen Shuttle Service. Ihr seht ja von hier, dass da keiner ist. Das ist schon mal Mist. Oh Gott, oh Gott. Ui, ui. Oh. Woran das wohl nun auch mal liegt. Ein bisschen hügeliger ist es.
Jetzt weiß ich Bescheid. Also beim Start, da kann man nirgendwo sehen, das haben sie blöd gemacht, das ist blöd. Jetzt ist es stabil. Aha, jetzt kommt mir die Idee. Hier bin ich, ne? Ah. Mist, ich hätte gucken müssen. Genau, ich hätte gucken müssen nach so einem Symbol. Ah. Oh, was ist das? Hä? Ui, hat Apfel ja 6 Gebiete. Das ist ja auch interessant. Das ärgert mich jetzt. Also nicht nach einem M gucken, sondern hier so ein. Wo sind die denn jetzt? Da. Da nachgucken. Denke ich schon mal. Aber jetzt sieht man ja, was für ein Gebiet das ist. Eben 03, ja. Da wäre besser gewesen. Entfernung. Ah, das ist. Hier ist noch eins. Das ist bestimmt Haven 04, wa? Ja. Also beim Aussuchen des Gebietes nach diesen Zeichen suchen. Und da in der Umgebung ansässig werden. Das ärgert mich jetzt. Bin jetzt erst am Überlegen, was ich jetzt mache. So, ich habe mal Support angeschrieben. Oder das Mikro richten. Ich habe den Support mal angeschrieben, ob die nicht mal einen Spielstand mal eben mal setzen können. Naja, gut, und wenn nicht. Also, wenn man sich das Gebiet aussuchen soll, wo man starten will, nicht nur auf dieses gucken, sondern ich habe gerade gesehen, das ist jetzt ganz gut gemacht. Aphelia hat hier jetzt 6 Gebiete. 7 Gebiete. In der Mitte der Markt, außenrum nochmal 6, dann kann man das gut erkennen. Okay, ist jetzt erstmal so, ist ja nur PTS. Jetzt auch nicht so schlimm. Dann fliege ich da mal rüber, dann gucken wir uns mal die anderen Planeten an. Zum Beispiel Sanctuary. Ich werde mal noch ein bisschen Quarz sammeln. Und dann schauen wir uns erstmal die Planeten an, also zum Sanctuary, Alibot. Dann können wir da nämlich rüber mit dem Shuttle. Ach ja, und die Schiffe können wir uns ja auch schon anschauen. Die neuen Schiffe, die es gibt. Im Ingame Store. So, ich mache mal noch ein bisschen Nitron, falls mein Nitron zwischendurch ausgeht. Aber sollte eigentlich nicht. Oh, ein paar Steine noch sammeln. Also unbedingt darauf achten, wenn der richtige, wenn der nach dem Release am 27. September bei Start unbedingt darauf achten, dass man an den richtigen Markt kommt. Und zwar die Märkte, wo Aphelia im Gebiet im Kreis hat, das sind die richtigen Märkte. Da ist dann auch der Shuttle. Also, ja. Das schon mal das erste. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das vorher nicht wusste. Das wusste ich leider nicht. Aber jetzt weiß ich es. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ein bisschen Lithium. Ach, Kohle brauche ich ja auch. Also noch ein bisschen Kohle. Ist ja genug rum. Naja. Ja. Errungenschaft, ich habe Kohle gesammelt. Wahnsinn. Okay.
Okay, ein bisschen Kohle. Was ist hier? Das ist Malachit. Ja, das ist ja so wie beim letzten Mal auch, hoppala. Wie beim letzten PTS. Die Verteilung hier auf Haven der Steine ist ja nicht so gut, aber das Gute ist, wir können auf diesen Gebieten hier, auf Verfehlergebieten, kann jeder sammeln. Und sechs Gebiete, da kann man ordentlich sammeln. Mal gucken, ob das auf Sanctuary auch so ist. Sanctuary, na, da will ich hin. Das ist hier auch. Also von der Ansicht her sieht das erstmal gar nicht anders aus. Ah, das ist ja so wie. Das sind auch sechs Gebiete. Und 305. Da bin ich ja gespannt. Ob da immer noch so viele schöne Steine sind wie früher, da bin ich echt gespannt. Naja, und auf Alioth, da war ja das Distrikt, ist ja ein Riesengebiet, da kann man auch sammeln. Also wer sich dies scheut hier, Steine zu sammeln, denn anders wird man. Ja, anders geht es ja gar nicht. Man hat zwar die Miner, aber die S-Miner, man fängt ja mit dem S-Miner an. Eigentlich könnte ich das Gebäude ja noch aufstellen, fällt mir gerade ein. Aber wer sich zu fein ist, hier Steine zu sammeln, ist in dem Spiel, sollte es doch besser sein lassen. Bisschen was meine Meinung. Ich habe damit angefangen, ich kenne es ja nicht gar nicht anders. Ich habe angefangen, als es die Auto-Miner noch gar nicht gab. Und da ging es nicht anders. Da musste man Steine sammeln und natürlich Boden buddeln. Aber Steine sammeln ging ja dann auch ein bisschen schneller. So, ein bisschen Kohle noch. Habe ich hier noch ein bisschen Kohle? Jo, warum mache ich das Video? Ich möchte natürlich Leuten oder Spieler, die sich dafür interessieren, zeigen, ja, was ist das überhaupt für ein Spiel? Darum geht es. Also Leuten zu zeigen, was ist das für ein Spiel? Was muss man hier machen oder was kann man hier machen? Und das ist jetzt der PTS, also der Test selber. So wie er, als wenn er heute, als wenn der Test, als wenn der Live-Server heute gewiped worden wäre und das Release gekommen wäre. So, jetzt testen wir hier den Test-Server noch ein bisschen, suchen nach Bugs. Da war ja vorhin schon ein bisschen Anzeigefehler in der Kartenansicht. Komischerweise war das nur, als ich auf Aphelia-Gebiet war, da war die Kartenansicht ein bisschen eigenartig. So, okay, jetzt sollte ich eigentlich mal genug haben. Noch ein bisschen Kohle. Ein bisschen schnell ein bisschen Treibstoff machen. So. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen Sauerstoff produzieren. Ein bisschen Wasserstoff. Eigentlich kann ich ja schon loslegen. Ich werde mal den Outpost, mein Startgebäude noch aufstellen. Ja, das ist hier ganz schön hügelig. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Ich mache das mal hier unten. Auch gleich ein Tipp. Wie er sagt im Englischen, wir sollen hier planieren. Das würde ich aber sein lassen, weil das doch ein bisschen eventuell auf die Performance drücken könnte. So, Outpost. Einfach hier mal so hinstellen, so hätte ich, dass ich die Mining Unit mal schnell anwerfen kann. So, was ist nun? Da fehlt die Hälfte. Hä? Da fehlt aber was. Da fehlen noch die Voxel. Da fehlen die Boxe komplett. Okay, egal. Ich starte einfach mal die Mining Unit.
Also das scheint wohl noch ein Bug zu sein. Mal gucken, wie der Pool hier ist. Oh, gut ausgeglichen. Ja, doch. Dann mache ich zuerst Quarz für Nitron. Ja. Das ist gut ausgewogen. Daten. Lass dich schon mal sammeln. Vielleicht ist das auch nur Anzeigefehler. Ist jetzt auch erstmal egal. So, dann suche ich mal meinen Speeder. Mein Racer. So, ich glaube, hier hat noch keiner geantwortet. Nee, nein, dann lassen wir das. Ist auch egal. So, einmal. Na, ich lasse den Flügel jetzt mal sein. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Achso, ich muss erstmal wissen, wo ich überhaupt hinfliegen will. Oh, da, wo bin ich da? Da bin ich. Ich glaube, der ist dichter hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen. Bisschen weit, aber ich werde mal auf den Weg dahin. Wo müssen wir hin? In die Richtung. Ja, dann werde ich da mal rüberfliegen. Dann mache ich hier mal einen Cut und wenn ich da bin, wenn ich kurz davor bin, dann schalte ich euch wieder dazu. Also bis später. So, da sind wir wieder an dem Markt, wo ich hin wollte. So, also Haven ist jetzt doch um einiges hügeliger. Ich werde mal doch erstens, wie ich in den anderen Videos ja auch gemacht habe, im Dual Universe, erstens mal vorne noch ein Schwebetriebwerk anbauen und zwei Flügel. Weil es ist jetzt sehr hügelig geworden. Schon ein bisschen schwierig. Also ich bin ein paar Mal hängen geblieben und naja, Gott sei Dank nichts passiert. So. Dann gucken wir mal jetzt mal zuerst hier die Raumschiffe an. Einmal kurz durchschauen. Das sind jetzt ganz neue Raumschiffe. Ach ne, hier unten sind es die gleichen. Einmal schauen. Das ist neu. Das war früher nicht. Weiterschauen. Das war auch schon. Das war auch schon. Das ist auch neu. Ja. Oh. Oh, sogar mit Radar. Mit Raumradar. Sind das überhaupt Space-Triebwerke? Hä? Was war das denn? Noch mal genau gucken. Vielleicht gucke ich ja falsch. Das wird wahrscheinlich nur als Deko-Element irgendwie. Das ist doch gar kein Space-Raumschiff. Hat aber Space-Radar. Das soll wahrscheinlich einfach nur cool aussehen. Ah, was ist denn das hier, Pflanzen? Was finde ich jetzt aber eigenartig? Hybrid? Hä? Atmos Space Radar? Hä? Kann ich nicht gucken? Wo sind denn die Space Triebwerke?
Also ich sehe nur. Ich sehe nur Atmosphärentriebwerke. Na gut, egal. Es war egal. Es ist ja auch ein Bug oder keine Ahnung. So, mal weiter schauen. Das war früher auch, das war früher auch. Ich denke mal, oben werden die interessanten Raumschiffe stehen. Mal schauen. Einmal nur so rumgucken jetzt. Würde ich mich nicht groß damit beschäftigen. Einmal gucken. Aha, hier ist ein L. Mal gucken, wie viel das kosten soll. 3,5 Millionen. Aha. Aha, das sieht auch nicht schlecht aus. Die waren vorher schon. Das auch, das auch. Und das ist auch neu. Oh, das sieht aber, das sieht schon interessant aus. Ja. Okay, 4,3 Millionen. Okay. Okay, na gut. So, aber was wir jetzt machen wollen, weil so ein Schiff können wir ja zu Anfang sowieso noch nicht kaufen. Wir schauen uns mal das Interessante an, worauf es zu Anfang drauf ankommt. Als erstes gehen wir mal nach Sanctuary und schauen uns da mal an, wie die da die Netzverteilung ist. Das ist nämlich das Interessante. Ah, eine neue Sequenz. Wie ich das eben gesehen habe. Neue Bilder. Oh, oh, das ist auch neu. So, gemacht. Anflug. Man hätte den Himmel. Das ist ja nicht Sanctuary-Himmel. Dann wäre es perfekt gewesen. So, wie man sieht, das ist nämlich so ein bisschen rötlich. Das hat schon immer nicht gestimmt in den. Oh, hier ruckelt es aber. Oh. So, mal schauen, wie es hier aussieht. Dann können wir ja hier schon mal die ersten Hälfte sammeln. Und mal zum Markt bringt. Das kann ich natürlich auch auf Haven, aber hier auf Sanctuary war bisher zumindest die Erzbeteiligung auf den, also die Steine auf den, auf der Oberfläche wesentlich besser. Hm, mal schauen. Sammelwerkzeug an. Wow. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh, oh, ich sehe, oh Gott. Ist das jetzt ein Bug? Das muss ein Bug sein. Oh, du Scheiße. Oh Gott. Das wird schwierig. Wenn das kein Bug ist. Ach du Scheiße. Das sage ich jetzt aber echt so. Da sage ich nicht Pardon zu, weil ich ach du Scheiße gesagt habe. Ach du. Also das wird richtig. Aha. Ach du Scheiße. Aber wir können sie sammeln. Ach du Scheiße. Hier ist die Erzverteilung. Das. Der Anfang wird richtig hart. Also wer sich da, wer sich zu fein ist, hier Steine zu sammeln, sag ich gleich. Dann lasst es sein. Da kommt ihr nicht drum herum. Mindestens so lange, bis ihr 4 Mining Units L habt. Aufheben. Dann lasst das Spiel lieber sein. Obwohl ich ja Werbung machen möchte für das Spiel. Aber das habe ich nämlich befürchtet. Das habe ich mir fast gedacht. Mal gucken. Und die gibt es auch bestimmt. Mal gucken, was für Erze gibt es denn hier überhaupt hier? Hämatit. Ach, hier ist Kalk. Ne, das ist Soda. Hm.
Das müsste Natron sein. Natron. Natron ist auch das gleiche wie Soda. Das müsste Chromit sein. Da ist Chromit. Das ist Malachit. Wie viel ist das? Ach doch, ist Calcium, ja. Calcium, okay. Das wird hart. Also ich kenn's nicht anders. Ich habe so angefangen. Vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Auf Sanctuary. Steine sammeln. Da hat man allerdings aber noch ordentlich Quanta bekommen. Ach herrje. Ganz wenig Steine. Auch auf Sanctuary. Okay. Wissen wir schon mal, dass es kein Bug ist. Das ist so gewollt. Auweia. Oh, ha. Na gut, ich brauche nicht weiter sammeln. Dann gucken wir mal nach Alibaba, wie da die Erzverteilung ist. Auf der Oberfläche. Mal schauen, hoffentlich ist die da besser. Oh. Okay, das Gute ist, dass hier alles vorne ist. Chromit, Malachit, aber die werden viel sammeln gehen. Hier ist ein bisschen mehr, wie es aussieht. Auf Sanctuary werden viele sammeln gehen, deswegen hatte Philias jetzt auch 7 Gebiete. Um den Markt herum. Zumindest hier diese Markt, wie hießen die noch, Distriktmärkte. Hängt damit zusammen, weil auf Aliot ist ja Markt 01 bis 10 ist ja ein Distrikt. Das ist ja da um die gesamte, um die Arche herum. Das ist wohl das ganze Distrikt. So, mal schauen. Dann gucken wir mal als nächstes. Gucken wir mal auf Aliot. Hier, na, da geht's nach Haven. Ich will nach Aliot. Bin ich ja jetzt gespannt. Einmal nach Aliot, bitte. Das habe ich mir fast gedacht. Das wird hart. Das wird ein schwieriger Start. Bin ja gespannt. Dann werden wir mal gleich mal gucken, wie die Ads-Preise, wie die Bot-Preise sind für die Ads. Hoffentlich sind die genauso wie im Live, auf dem jetzigen Live-Server. So, was ist nun? Achso. Ja, da passt der Himmel natürlich. Auf Aliot ist der Himmel blau. Aber ihr merkt schon, das Video soll ein kleines Informationsvideo auch sein, wie es denn nach dem Release und nach dem Vibe, wie es da aussehen wird. So, dann so, oh, hier ruckelt es aber. Also eigentlich sollte es ja hier jetzt ein bisschen flüssiger laufen. Tut's aber nicht. Ja gut, war anfangs auf Sanctuary war es auch anfangs ein bisschen ruckeliger. So, dann schauen wir mal. Und zwar dieses Gebäude. Da können wir uns ja Bauteil holen. Wenn da überhaupt ein Gebäude ist. Ich sehe da keins. Oder doch? Mal gucken. Genau deswegen mache ich das Video, da müssen wir wissen, was auf uns zukommt. Ja. Ja, dann ist ja jetzt, dann spawnen wir jetzt, wenn ich kein Redirection oder Redirection Node, also kein Wiedererweckungspunkt, ja, hier wollte ich mal eigentlich die Räterbauteile jetzt holen, ne? Also das gibt's auch nicht mehr. Vielleicht gibt's das ja in der Exchange. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid. Vielleicht gibt's ja irgendwo anders.
Aber dann frage ich mich gerade, wo wir wiedererweckt werden, wenn ich jetzt sterben würde. Weil in meinen Outpost habe ich noch nichts aktiviert. Moment mal. Nee, was? Nee, da wollte ich nicht hin. Wiedererweckungspunkte, nee. Okay. Dann gucken wir uns mal die Essverteilung an. Auf dem Fußboden. Oh. Hä? Was sind das denn? Pflanzen? Das sieht aber komisch aus. Sollen Pflanzen sein? Drei? Ah. Also sollen Pflanzen sein, da stimmt wohl irgendwas noch nicht. Das sieht sehr eigenartig aus. Okay, suchen wir mal Steine. Oder waren hier schon so viele Sammeln, dass hier nichts mehr ist? Ach du Scheiße. Hier ist ja gar nichts. Oder sollen das Steine sein? Nee. Nee, die bewegen sich ja. Nee. Oha. Und genau deswegen mache ich das Video, damit alle sehen können, was erwartet uns nach dem Release. Das. Ein paar. Die sehen ja anders aus. Oder? Okay, die können wir sammeln. Das konnten wir ja schon immer. Das ist Quarz. Das Bauxit. Bauxit. Das müsste Kalkstein sein. Calcium, genau, Kalkstein, Kohle, Hämatit. So. Okay. Tja, dann wissen wir schon mal Bescheid. Das wird hart. Da kann man sich auch gleich vorbereiten, dann weiß ich zumindest schon mal, was ich als erstes machen werde. Mining Units. Im Prinzip sammeln die ja genug, also man muss schon ein bisschen geduldig sein, aber man hat da schon, in der Woche hat man schon gut was zusammen, wenn man die Elden benutzt, ne? Ich meine, ich werde trotzdem Steine sammeln gehen auf Sanctuary, aber tja, alles klar. Gut, dann gucken wir mal in den Markt. Mal gucken, was uns da so erwartet. Mal gucken, wie die Botpreise sind. Und was die Bots zu verkaufen. Wo ist der Markt? Ach so. Ich muss ja. Ich bin ja hier gar nicht am Markt. Weißt du, wie heißt das hier eigentlich? Markt? Distrikt. Distrikt, wie einfach nur Distrikt. Jo, das ist schon mal richtig schlecht. Ich hab's aber auch fast gedacht. Allerdings habe ich mir gedacht, dann wird man wiedererweckt. Kann ja nur das Exchange sein. So viel jetzt zum Markt. Einmal bitte zum Markt. Ja, jetzt kommen harte Zeiten auf uns. Tja. Später. Jetzt kommt das harte Spiel. Die harten Zeiten kommen jetzt. Nichts mehr im Schlaraffenland. Oh, was ist das? Bogen? Vielleicht geht's ja trotzdem. So, wollen wir mal schauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kohle verkaufen wollen. Okay, das ist schon mal gut. Wenigstens ist der Preis gleich geblieben. Distrikt 04 bin ich hier. Kann ich da gleich mal was verkaufen? 114 Liter habe ich. Okay, raus damit. 2000 Panzer fliegen. 2800. Okay, mal schauen. Was verkaufen die denn so? Mining Unit. Vielleicht verkaufen die das ja sogar.
Heißt das so? Mining Unit? Gibt es hier keine Mining Unit? Aber das muss wohl ein Bug sein. Okay. Oder sind die schon eingedutscht? Vielleicht muss ich das dort, dann muss ich hier mal gucken. Oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Wie würde das jetzt im Deutschen heißen? Okay. Sammler? Oh. Hm. Ja, da muss ich wohl so gucken. Elemente. Hier sind vielleicht Behälter. Bergbau. Ach, Bergbau. Bergbaueinheit ausgefallene. Ah ja, klar, die gibt's ja, gab's ja früher auch. Einfache. Aha. Bergbaueinheit. S. Ich will ja eine L. Aha. Okay, wollte ja mal gucken. Okay, Bergbaueinheit. Also gut, Bergbau. Einfache Bergbaueinheit. Aha. Weil die Bots verkaufen keine. Okay. Die S auch nicht. Okay. Gut, das ist nicht schlimm. Ich wollte es nur wissen. So, was wäre denn noch wichtig? Behälter. Hm, Behälterschnittstelle. Werden auch nicht verkauft. Ganz normale Behälter. Die verkaufen die Bots. Aber die können wir auch selber erstellen und letzten 1000. Ah, das ist schon ein bisschen besser. Aber da man die ja so und so zuhauf braucht, Behälter, kann man die auch getrost selber erstellen. Okay, geht nur bis S. Also bis S verkaufen die Bots. Aber werde ich nicht kaufen. Die braucht man so und so. Und ich fange so und so mit XS an. herzustellen, weil für edler was wir edler herstellen, da reicht auch eine XS. Will ich da noch gucken? Muss ich noch irgendwas gucken? Asteroiden meiner. Asteroiden. Aber werden die Bots auch nicht verkaufen. Naja, genau. Mining, Gebietseinheit. Gebietseinheit? Auch nicht. Okay. Gebietsscanner auch nicht. Okay. Okay. Okay, also das ist so geblieben, wie es auch im Open Live jetzt schon ist. Hier ist doch wohl hoffentlich. Da. Außer als wenn da gar kein Glas drin ist. So, dann muss ich jetzt wieder. Ja, wo würde ich denn jetzt wieder erweckt? An der Exchange, oder? Deswegen sind da die Teleporter. Ich mach mal Wiedererweckung erzwingen. Erzwinge Wiedererweckung. Mal sehen, wo wir rauskommen. Oh, jetzt geht das Licht aus. Oh, das ist ja mit Herzschlag. Oh. Jetzt wird's düster. Und die Welt dreht sich. Jetzt bin ich nicht im Himmel oder was ist das jetzt? Hä? Bin ich jetzt? Hä? Ich bin im Himmel.
Distrikt Mint. Was soll das denn sein? Das ist jetzt ein Bug. Bin ich jetzt? Bin ich auf Heaven? Ich bin noch nicht auf Heaven. Okay, das hätte ich wohl nicht machen sollen. Tja, und jetzt? Ich will mich mal einloggen. irgendwie muss es ja weitergehen. Das macht ja so keinen Sinn. Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Also ich denke mal, das ist wohl ein Bug, denke ich mal. Ich meine, es macht ja Sinn, dass ich im Himmel lande, aber es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Irgendwo muss ich jetzt bauen, auch wenn ich nicht keinen. Auch wenn ich keinen. Ja. Ob dann wird das Video wohl hier enden? Warte mal, ich habe da einen Wegpunkt. Wo ist der Wegpunkt? 15 SU. Ja, aber wo bin ich hier? Habe ich denn mein Inventar noch? Achso, meine Ärzte sind weg, mein Nitron auch. Meine Rätsel ist natürlich auch weg. Tja. Also, ich denke mal, das kann irgendwie nicht so bleiben. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Okay, ich glaube, das war's dann für dieses Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ich mal wüsste, wo ich jetzt eigentlich bin. Warte mal, ich habe eine Idee. Das müsste eigentlich bedeuten, dass ich auf Aliot bin. Moment mal. Ah, Aliot. Ich kann mich erinnern, auf dem Live hat schon mal jemand geschrieben. Er ist, nachdem er gestorben ist, im Eis aufgewacht. Muss ein Bug sein. Ich denke mal, man sollte eigentlich auf der Exchange. Ich mache nochmal wieder Wirkung. Mal gucken, was passiert. Das ist ja jetzt auch ein bisschen komisch. Ich könnte natürlich jetzt. Ich könnte jetzt natürlich hier. Also ich bin auf Aliot. Dann bin ich wahrscheinlich auf den Nordpol gegangen, deswegen. Deswegen dreht sich das da auch. Weil ich auf dem Nordpol bin. Ich könnte natürlich hier Steine sammeln und mir einen kleinen Speeder zusammenbauen. Das wäre kein Problem. Ja, alles. Dann ja. Alles, was ich brauche. Also. Ja, also unbedingt. Jetzt ist der. Ja. Aha. Ich glaube, das ist kein Bug.
Okay, ich werde mal einfach mal einen Speeder bauen, aber das dauert jetzt doch eine Zeit. Dann soll das mal für diese Folge gewesen sein. Ich baue mir mal einen Speeder zusammen. Oder einen Racer oder was auch immer. Ein kleines Gefährt, das mich wegbringt. Das ist ja kein Problem. Das ist eigentlich eine gute Idee. Nun wäre es jetzt natürlich gut, wenn man hier einen Racer schon eingepackt hätte. Also das ist auch ziemlich wichtig. Okay. Vielleicht mache ich noch eine zweite Folge. Ich werde mal den Racer zusammenbauen und wenn ich den fertig habe, beginne ich dann dabei ein neues Video. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und das, glaube ich, wird noch sehr lustig. Okay, dann bis zum nächsten Video.